Einblicke in das konservative Saudi-Arabien. Ein Land, das früher Angst vor einem Wandel hatte, will sich jetzt, so scheint es, praktisch im Handumdrehen neu erfinden. Wie haben Sie auf die Fahrerlaubnis für Frauen reagiert? Ich habe geschrien vor Freude und, glaube ich, auch ein bisschen geweint. Frauen, die sich unter Männer mischen oder auch andersherum, eine Selbstverständlichkeit in der westlichen Welt hat hier revolutionären Charakter. Konzerte in der Hauptstadt Riad waren über ein Vierteljahrhundert hinweg verboten. Ich sehe gewaltige Unterschiede. Monat für Monat werden neue Dinge erlaubt. Der Kronprinz steckt und steht hinter dem Kurs. Seine Botschaft in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten lautet Jobs, Jobs, Jobs und richtet sich an die unter 30-Jährigen, die 70% der Bevölkerung stellen. Das sind riesige Veränderungen, um unser Land zu verwandeln und es zu stärken, hin zu einer sehr viel dynamischeren Gesellschaft. Kronprinz Mohammed bin Salman stellte andere Prinzen unter Hausarrest in einem Luxushotel. Mit Unterstützung des US-Präsidenten forderte er Iran heraus und sorgte für Fassungslosigkeit in Nahost. Aber das traditionell tief religiöse Königreich, vielfach dafür kritisiert, islamischen Terrorismus zu schüren, konserviert auch seine konservativen Seiten. Saudi-Arabien mit seinen modernen Einkaufszentren ändert sich, aber langsam. So brauchen Ehefrauen sogar für Reisen die Erlaubnis ihrer Männer. Die Mutter von Studentin Suhad erinnert sich an ganz andere Zeiten. Kein TV, Radio, Bilder oder Musik, gar nichts. Jetzt stehen Frauen in vorderster Front des Wandels. Man macht den Menschen etwas schmackhaft und nimmt es ihnen dann wieder weg. Darauf dürfte es keine freundlichen Reaktionen geben. Ich bleibe aber hoffnungsvoll. Ein Umbruch ist im Gange, der aufregend ist, aber auch angsteinflößend. In einem Land, in dem Änderungen nicht leicht fallen. Keir Simmons, NBC News. Saudi Arabia.